Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Factorio, wo wir letztes Mal massiv mit Modulen ausgebaut haben, sodass wir hoffentlich genügend Produktivität bekommen. Hier volle Bänder, dass wir auch anständig was produzieren können. Aber wir haben gesehen, hier Kupfer, da kommt einfach zu wenig durch. Darum werden wir hier heute diese beiden schmelzen mit Layout hier upgraden und statt den Modulen da dann direkt reinzupacken, werden wir hier am Rand Beacons platzieren. Zwei Beacons auf jeder Seite. Haben wir schon einiges mehr an Produktivität raus. So, wir jetzt hier die reinmachen, hier rausnehmen, jetzt dieser hat 150, dieser hat nur 50. Aber wir können links und rechts eine ganze Reihe an Beacons hinplatzieren. Dann haben wir 100. Hundertfünfzig. Und wir sind hier natürlich nicht mehr im Bereich, wo wir mit Gütern versorgt werden. Darum gehen mir hier auch die Beacons aus. Oh.
aber ich denke, wir können hier noch ein paar Beacons mehr dranhängen. Und dann sollten wir auch ein volles rotes Band rausbekommen. Und dann können wir noch zusätzlich mit Produktivität arbeiten. Da kommen die Beacons. Mal. So, wenn wir jetzt so machen. Beacons platzieren. Haben wir hier noch 120 Herstelltempo, aber plus 20 Produktivität. Da kommt fast ein rotes Band raus. Hier Module raus, die Module in den Maschinen selbst dienen nur der Maschine, während wenn wir das Ganze von außen via Beacons powern, da können wir mehr als eine Maschine damit bedienen. Das hatte schon mal einen guten Effekt. Wir bekommen hier wieder mehr Grüne raus, weil wir hier jetzt mit einem vollen blauen Band reingehen. Hier geht dann langsam auch die Kohle auf dem Band zur Neige. Und jetzt ist das Band voll, aber wahrscheinlich, weil es sich zurückstellt. Okay, dann. Hier mal ab. Das Band brauchen wir ja nicht mehr. Aber dieses Band muss rot werden.
Hier auch rot. Hier unten eigentlich beide Bänder. Roboter fliegen schon etwas schneller und die roten Fließbänder sind alle. Die Maschinen von Hand ab, weil da noch etwas Kohle drin liegt. Das geht dann von Hand schneller als die Robis da fliegen lasse. Das hier. Überkopiere. Okay. Dann kann ich auch hier abklemmen. Aha, alles ein wenig verschoben. So, dann können wir auch auf dieser Seite abräumen. Und das geht hier hin. Natürlich hier oben. Wo sollte es denn auch sonst mangeln? Okay, da kommt jetzt auch schon Kupfer raus. Fehlt
fehlt nur dieses kleine Zwischenstück hier. Dann muss ich mich nur noch darum kümmern, dass da unten dann auch das Eisenerz in der richtigen Geschwindigkeit angeliefert wird. Hoffentlich reichen mir dieses Mal die Bänder. Sehr gut. Das sollte nun genügend Kupfer liefern. Möglicherweise haben wir dann zu wenig Eisen. Aber so wie es aussieht, volles Band an Grün. Und das geht bis hier hinten durch, was dann auch für ein volles rotes Band sorgt. Aber ich glaube nicht, dass wir auch ein volles blaues Band bekommen. Nee. Da fehlt es noch weit. Und weil hier alles mal zuerst hier in die Kiste gepackt wird, läuft da auch nichts weiter hoch. Darum steht auch die Forschung vielleicht. Das könnte eigentlich genügen, denn von den blauen brauchen wir grundsätzlich nicht so viel auf Vorrat. Aber ich denke, sobald hier wieder was nach oben durchläuft und wir Module und gelbe Fläschchen produzieren, dann können wir auch darüber nachdenken, die Raketensteuereinheiten zu produzieren, damit wir da dann an unsere Rakete kommen und zum Ende dieser Serie. Aber hier ende ich für heute mit den nächsten blauen
Schaltkreisen, Prozessoren, die nach oben durchgehen. Und ich sehe euch beim nächsten Mal. Und tschüss!